War das eine Saison? Ein souveräner Meister, schwächelnde Bayern, ein spannender Abstiegskampf und dann das Trainerkarussell. Magath zu Wolfsburg, Rangnick übernimmt Schalke und Lothar Matthäus wie jedes Jahr irgendeine 19-jährige Ische. Ja, man kann so viel lernen vom Fußball. Ich habe mir zum Beispiel sehr viel von Christoph Daum abgeschaut. Einfach wunderbar, wenn ihm die Halsschlagader auf die Größe einer Aubergine anschwillt. Und zwar nur, weil jemand ihn gefragt hat, wie es ihm geht. Toll. König Fußball regiert die Welt. So ist das wohl. Aber wer regiert dann den Fußball? Der Kaiser? Die Vereine? Oder gar die Trainer? Nein. Ich sage Ihnen, wer den Fußball regiert. Meine Frau Renate! Jeden gottverdammten Samstag, wenn ich Fußball gucken will, läuft auf einem anderen Kacksender irgendwas für Frauen. Nein, Gernot, du kannst kein Sportstudio gucken. Auf Sat.1 kommen doch die Muschelsucher. Ich scheiß auf die Muschelsucher! Oder musst du immer Fußball gucken? Wir könnten doch mal wieder irgendwas zusammen machen. Ja, bin ich denn bescheuert? Deswegen guck ich doch Fußball. Renate, wenn du das hier siehst, dann wechsel du doch ablösefrei. Und ich guck mit der Nachbarin von gegenüber. Im Gegensatz zu dir hat die nämlich fußballgroße Monster-Titten.